Kehren wir mal endlich zurück nach Hogwarts zurück. Hier sind auch Ballons. Und nicht die richtigen. Okay. Ich will nur nach Hogwarts zurück. Dann fliegen wir halt einen Umweg. Gleich sind wir da. Auch mal schön Hogwarts aus der Luft zu sehen. Ein riesiges Schloss. Und wir können bis auf die drei Gemeinschaftsräume jeden Zentimeter davon besuchen. Ist einfach awesome. Und auch die Landschaft hier drumherum, so eine große Open World. Muss man sich immer mal vor Augen halten, Augen führen. Wir sind zwischen Nacht gewohnt. Und da haben wir den letzten. Klasse. Zur Lehrerin zurückkehren. Ich lande gleich mal am Vorhof. Aha, hier ist wieder ein Minispiel. Ah, endlich zurück in Hogwarts. Das tut gut nach dem ganzen Kampf. So, Schulrobe wieder angelegt. So spät noch wach. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Sehr gut. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Das kann man sagen. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun? Da diese Aufgaben erledigt spätestens sind, beginnen unter Dumbledore wird das wieder eingeführt. Achten Sie auf Ihren Zauberstab.
und der Dippet wahrscheinlich auch. Ich denke nicht, dass Newt Scamander was dagegen hat. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Ja, wenn ich das richtig gelesen habe, ist Newt Scamander der Nachfolger von Black. Der war irgendwann mal kurz. Schon weiter von nur kurz. Ah, okay. Ein Ace-Zauber. Bitte! Sie lernen schnell! Das Gegenstück zum... Oh, der wäre 18. Gegenstück zum Feuerzauber. Die hat ihre Lektion bestimmt gelernt. Aber üben Sie nur weiter. Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Genau so. Verelsen und dann. So, welche Zauber könnten wir jetzt hier gebrauchen? Ich behalte die erstmal, bis ich andere brauche. In der späten Runde. Hallo Samantha, bist du fürs Akio-Duell hier? Das bin ich. Ich bin sogar ziemlich gut. Ich habe früher ständig mit meinem Bruder gespielt, bis... Naja, egal. Fangen wir an? Ja, es kann losgehen. Dann beschwören wir mal los. Ich habe eigentlich gar keinen Akio ausgerüstet. Akio! Okay, was ist das diesmal? Ja! Okay, Akio. Akio! Oh, Kacke. Musst du dich schon etwas mehr anstrengen. Akio! Ah ja. Ja! Ah, das ist so ein Schwerkraftsding. Sieht nicht gut aus für mich. Das war unglaublich. Tja, das war's dann wohl. Habe ich es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Und gewonnen. Dann, dass ich ihren Ball rausgerufen habe. Nach deinem schlechten Auftritt gegen Natti dachte ich, ich könnte dich schlagen. Ich hab mich wohl überschätzt. Hab ich nicht damals gewonnen gegen Nati? Sag das nicht, Samantha. Du spielst wirklich gut. Das ist wirklich sehr nett von dir. Sagen wir einfach, wenn ich gut bin, bist du besser. Ich weiß zufällig, gegen wen du als nächstes antrittst. Und sie hält sich nicht zurück. Viel Glück. Ah ja. War auch mal toll. So, der Elf, der Schnappsack und der Webstuhl. Das klingt doch nach einer Aufgabe. Die andere Aufgabe machen wir dann. Wann anders? Ich habe jetzt genug von Kämpfen.
Wieder zurück in Hogwarts. Ich werde es mal Tag werden lassen. Tags überlegt sich besser in Hogwarts. Sieht nicht nach Tag aus. Bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen. Wir haben doch gerade erst. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Ich habe doch gerade erst Aufgaben für dich erfüllt. Jetzt erstmal dich dran. Froh, Sie zu sehen. Erstig. Ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Deke hat sowas schon mal gesehen. Deke nennt es einen Schnappsack. Aha. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat, dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Vielleicht sind die Tierwesen bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Deek auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Deek zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Ah ja, ein bisschen Tierwesen, das kann jetzt. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Deek, wenn Sie bereit sind. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt! Deek liebt Ausflüge! Wieder eine schöne Zwischensequenz. Ein schlimmer Wilderer. Deek hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deek zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Ein Knuddelmuffel. Wir sind da. Deek liebt es, die Wesen hier zu beobachten, besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn Sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Schnappsack.
Aha. Und er kann ich gebrauchen. Und hier ist es dunkler. Oh. Kein Grund zur Aufregung, ich tue dir nichts. Satz mit X. Cortego! Cortego hat kein X. Nur ein Muff. Schon mal gleich 10. Oh. Stell dich nicht so an. Ein schwarzes brauchen wir noch, damit das gemeinsam. Okay, nun braucht er mal einen Partner. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und. Nun, Dick weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Dick ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Dick empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön, wo finde ich einen? Dick weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dick hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Dick wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Triff dich mit Dick beim Jobberknoll. Lebensraum. Ich wollte schon Lebensbaum sagen. Da haben wir noch das Spooky Lebensfest. Wer hier wohl gelebt hat. Das fragst du dich immer, wenn wir hier vorbeilaufen. Ich würde sagen, dass Irondale seinen Namen nicht gerade verdient. Überrascht mich nicht, dass du nach Tapferkeit suchst. Immerhin hast du selbst recht wenig. Ich hole mir den Koboldhelm zurück. Beim Verlettern deiner Leiche. Du hast das. Den habe ich nicht mehr. Mich einfach angreift. Ein bisschen Mondstein. Und weiter die Reise.
Ich will es gar nicht wissen. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Aha. Guter Tipp. Dann rette ich mal ein Jobberknoll. Viel Glück! Dick wird hier warten. Aha. Der Vioso könnte hilfreich werden. Jobberknoll. Levioso. Es ändert doch. Jetzt ist alles gut. Es ändert doch sehr an die Tasche von. Von dem. Newt's Commander. Ich will gleich noch ein zweites einfangen. Einsam ist das nicht so toll. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Immer noch ein zweites dazu. Und jede Tiersorte gleich zwei. Ich habe einen Jobberknoll. Die hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Die weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Dick trifft sie doch. Unbedingt. Mondkälber. Das sind ja die süßesten. Hallo, Dick. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Zufällig weiß ich das. Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Dicks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Dick hat es am besten getroffen, da Dick nach Hogwarts kam. Dicks Freunde hatten nicht so viel Glück. Das tut mir leid. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Dick wartet auf ihre Rückkehr. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Mondkalbbaum. Bitte einfach meditieren gehen, wenn wir dann kurz sind. Ah, hier. Und da sind die Mondkälber. Hier so. Professor Howen nie. Ein Mondkalb. Jetzt will ich aber noch ein zweites.
großartig. Ich pass auf dich auf. Und es sieht auch so schön gepflegt aus. Fantastisch. Es war schwieriger zu fangen als die anderen, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Kann man nicht eigentlich mit apparieren? Das wäre der schnellste. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Eine Raumerweiterung. Wunderbares Standbild. An was genau hatten Sie gedacht? Bitte nicht spoilern. Nanu? Sie haben es geschafft! Aber was ist es? Das weiß Diek nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Das sieht aus wie die Gewächshäuser. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Das ist Newt Scamanders Koffer nur als kleines Gebäudchen. Diek, kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Auf gar keinen Fall. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ach, ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke, Diek. Wow. Eine eigene Wiese. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Diek? Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Oh je. Es wird immer geiler. Irgendwann haben wir hier einen großen Zoo. Und voller Tiere. Das ist exakt wie Newt Scamander. Aus dem Koffer heraus in seiner. Ich glaube, diese Welt, die so in seinem Koffer haben. Das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Ganz bestimmt. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Diek auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Diek ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Das kann man doch nicht machen. Ich werde nie wieder aus dem Raum der Wünsche rauskommen. Ist da drin die Räume dort mit dem die Zaubertränke, den S8 und hier jetzt die Tiere. Ich werde geklopft. Warte, wir haben doch noch
Kein Ziel im Visier. Wir haben noch zwei eingefangen. Von der Sorte. Genau. Ach süß. Jetzt müssen wir erstmal füttern und putzen. Oh, so süß. Diese großen Augen. Fan des Mondkalbes. Erstmal bürsten. Nochmal bürsten. Ach so. Futter. Für dich natürlich auch. Auch süß. Die Zunge. Knotenbefahr. Dich haben wir schon. Ich habe auch. Okay, du musst noch. Futter für dich. Es gibt nur ein Manko. Man kann sie nicht streicheln. Aber man kann sie bürsten. Es ist so gut wie streichern. Wir müssen noch viel mehr Tiere fangen. Ich hoffe, wir können irgendwann auch sowas Großes wie ein Hippogreif fangen und hier reinbringen. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deek. Deek kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Großartig. Deek glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Ich werde sowas von... Verlass das Zielgehege, ich will nicht. Ich bleibe hier.